Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW The War of the Lich King. Wir sind bei Folge 11 und wir müssen hier diese komischen Spruchwirker töten, ein paar Bären sammeln, ein paar Bäume töten. Sprich, wir haben alle Hände voll zu tun. Ihr seht, es quillt quasi alles über. Und was ich auch mal nachgucken wollte, und zwar okay. Es gab damals für eine WoW-Maus. Und später gab es eine für oder kam mit Cutter ein raus. Ist Pandaria, glaube ich, auch ein. Die Gatta-WoW-Maus hat sich mir damals gekauft. Die wurde immer noch funktioniert, einmal. Allerdings gibt sie leider nicht mehr, weil das einzige Problem ist, der Lack geht ab. Inox 5 geht die tadellos. Vielleicht kann man das hier schwenken, dann hätten wir einfach einen Knopf mehr. Aber geht leider nicht. So, wären wir jetzt Kräuterkunde, könnten wir auch die Blümchen sehen, die für die Quest sind. Aber man kann ja nicht alles haben. Ein bisschen hoch. Jetzt haben wir die Blümchen hier vorne. Nehmen den Baum mit. Manche Questgebiete habe ich wirklich super gerne gemacht, ich habe sogar ganz durchgequestet. Manche auch zum Glück bis hier weg. Wieder mal die Unterwasserwelt in Katar. Oh Gott, das war gar nichts für mich. Ich glaube, da hatten einige wenig Spaß drauf, sage ich jetzt mal. Weißt du, in der Gilde war es auch nicht der best angesehenste Ort. Leute. Zum Glück gab es dann den Dungeon Finder. Also zack, also hat er keinen Bock. Bisschen Dungeon Finding gemacht und dann plupp. Fertig die Welt. Wir gerade dabei sind. Wir können uns ja mal anmelden. Gucken, ob wir eine Gruppe finden. Ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Und der Freund der Malikos ist weg, oder? Ja? Ne, da oben. Oben. Guckt dann noch durch die Gegend. Aufpassen. Der nimmt auch. Steigt auf den Mond ab. Das könnte gefährlich sein. Da sieht er weniger. Oh gut, da haben wir noch ein Früh. Mal gucken, wo es noch geht. Daher. Mal überraschen.
Körperstellen. So. Nachher sammeln. Spruchkörper. 19. Auch wenn wir ein paar Umwege dafür gehen müssen. Wir bekommen ihn. Zugemüllt bei mir hier. Quest müssen wir die auch töten, die müssen wir noch nicht töten. Okay, es ist kein Spruchwürfer. Ah, okay. Hup. Worauf ich mir auch schon freue, ist, dass das Turnier 2 in der Eiskrone. Das hab ich auch gerne gemacht. Wollen wir mal der Aufbau mal ganz interessant. War aber schon mal erzählt, da hatte ich mit meinem Bruder immer die Dailies gemacht. Bis zum Aufbau. Da musste man Holz sammeln, Steine sammeln. War ganz cool gemacht. Wenn nur ein bisschen auf den Senkel geht beim Jäger, ist das Knallen von dieser Kakkanone. So. Die komischen Mondbällen sind fertig. Akku aufgeschossen, aber ne, ist nicht. Zauberwolke. Zauberbinde. Der denn hier? Da bist du nicht so? Anscheinend. Schade, dass es Muskelgut noch nicht gibt. Gucken, was haben wir da bekommen? Hm. Müll. Ah, okay, hier gab es ganz viele von den Menschen. Thank you.
Koffein. Sachen fand, die dann selber annehmen. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn man so Sachen findet, die automatisch gefragt werden, willst du annehmen? Was es auch noch gibt, ist, wenn man in Axramas, gibt es immer noch, wenn man jetzt da was hat, den, ich glaube, den Dragosa heißt der, macht am Ende dann, bekommt man einen Schlüssel für das Auge. Und das Auge ist der Welt mit Malikos. Fand ich auch ganz cool, weil man musste oder brauchte oder quasi ein bisschen was an Gier gesammelt, weil es sind auch oder war schon aus immer. Und wenn man dann ein bisschen Gier hatte, konnte man, je nachdem was für eine Gruppe hat, dann mit 10er gab es einen Schlüssel und 25er gab es einen Schlüssel. Das heißt, man braucht es beide, um auch in beide reinzugehen. Dann konntest du erst mal was machen. Dann brauchen wir auch noch 2. Sonst ist es ja so, dass du dich hier wirklich durchboxen musst. Wo ist hier keine Frostbären? Da haben wir welche. So, haben wir da auch. Haben wir sonst hier noch was? Geologisch bla bla. Das wird Kratos. Zähne ablesen. Hier, das Gebilde fand ich ganz lustig. Sieht sehr cool aus, finde ich, hier mit den Platten und so. Haben sie schon was einfallen lassen? Weg. Okay. So. Na gut, wenn wir gerade hier in der Nähe sind, holen wir uns die Quest auch noch schnell. Ja, das erinnert mich wirklich an damals, weil ich hatte ja damals auch ein scheiß Fliegen. Es war alles etwas mühselig. Ach
in den Höhlen wieder Wasser. Okay. Na gut, machen wir das. Erfunden hat. Da krieg ich gepeitscht, gehören aber gut. Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Gewinnt wieder als Let's Play WoW War of the Lich King. Und bis dahin, lasst ein Abo da, lasst ein Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.